Wir vergessen eines in dieser gesamten Diskussion, die Alternative, die uns der Staat bzw. auch die Südtiroler Landesregierung gibt, ist ja nicht arbeiten zusperren. Und ich bin hier völlig überzeugt, dass es auch, wenn es heißt, ihr müsst morgen 5 Kniebeugen machen, damit ihr da wieder arbeiten könnt, dann machen wir es auch, wenn das die Alternative ist. Und es stimmt einfach nicht, dass man sagt, wir sind das ist die einzige Alternative. Wenn wir nur zu den Nachbarn schauen, ja, aber wenn wir uns ein bisschen öffnen und schauen, was passiert in anderen Ländern, die sowohl bei der Maskenpflicht als auch in der Gastronomie keinerlei Einschränkungen hatten oder beziehungsweise einen anderen Weg gegangen sind, das sind wirkliche Alternativen und ich bin auch für einen Sonderweg, nur für Öffnungen, die nicht diskriminierend sind. Ja. Dass die Zahlen zurückgehen, das können Sie jetzt nicht auf den Pass zurückführen, denn er ist nicht einmal richtig in Kraft ist, sondern die Zahlen gehen jetzt schon seit Wochen zurück, obwohl wir auch Hotelbetriebe haben, die seit 7. April offen haben, die keinerlei Test gemacht haben und so weiter. Sie wissen es selber, große Betriebe mit 500, 600 Leuten, wo wir keine erhöhten Infektionen hatten, die im Restaurant gesessen sind mit den normalen Abstandsregeln, die an der Hotelbar gesessen sind mit den normalen Abstandsregeln, so wie wir jetzt letztes Jahr im Sommer ganz Südtirol gemacht haben. Und wenn wir heuer bereits die Risikogruppen so stark geimpft haben, und das war ja immer die große Erleichterung. Wir haben immer gesagt, wir müssen einmal diese Risikogruppen in Ordnung kriegen. Hier, so weit sind wir jetzt. Und wir machen jetzt die Regelungen schärfer in der Gastro, als wir sie letztes Jahr im Sommer hatten. Und wir gehen sogar noch her und sagen im Freien, wo es wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Ansteckung gegen Null geht. Hier gehen wir, ja, wir brauchen keinen Test. Moment, ich sage ja nicht, dass wir einen Test brauchen. Aber hier gehen wir her und sagen, wir reduzieren sogar die Anzahl der Tische, anstatt sie zu erweitern und sagen, schaut, dass die Leute doch im Freien bleiben. Herr Pinsker, ich verstehe ja wirklich. Sie sind ja in einer Doppelfunktion hier. Sie sind zum einen der Präsident des HGVs, aber wie die meisten Verbandsobleute in Südtirol sind Sie ja auch im Wirtschaftsausschuss 1:1 der Südtiroler Volkspartei, also sind Sie auch als Parteifunktionär hier. Und dass Sie hier den Weg oder die bisherigen Maßnahmen der Südtiroler Landesregierung nicht groß ankreiden, das liegt in der Natur der Dinge. Aber auch wenn wir näher schauen, ins Trentino schauen, die hatten ja 48 Tage länger offen, die Gastronomie. Da ist auch kein Druck und keine Musik von HGV in Südtirol gekommen, dass wir hier auch mit unseren Zahlen, und das wissen Sie genau, wie die Zahlen kommuniziert worden sind, dass wir hier im Hintertreffen waren, das liegt auf der Hand. Und dass der Ärger, vor allem der Kleinen, weil die großen Hotels betrifft es ja weniger. Ich kann heute 3 Wochen in Südtirol Urlaub machen, brauche nur einen Test, den bei der Einreise, den ich schon am Brenner oben brauche, und dann gilt dort 2 Wochen, 3 Wochen. Hingegen die Gastronomen, die Gasthäuser, die leiden, und wir sehen es ja. Haben Sie jetzt im Innenraum volle Betriebe gesehen? Also wir müssen uns wirklich öffnen und zwar die Normalität wiedergewinnen. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass man hier aus dieser Blase heraus, dass nur die Alternative der Lockdown oder das Zusperren wäre, dass dieser Pass die Normalität ist. Das ist keine Normalität. Denn Grundrechte und Grundfreiheiten, das ist kein Geschenk und die muss man sich nicht verdienen müssen. Das ist die Warte, mit der die Regierungen hier arbeiten. Das muss man schon einmal sagen. Wir müssen uns als Land Südtirol, aber generell Italien und auch die anderen Länder, wir müssen uns wirklich auf die Erkrankten konzentrieren, wir müssen uns wirklich auf das Gesundheitssystem konzentrieren und nicht den Gesunden ständig Prügel in den Weg legen. Und hier haben wir nachzuholen. Und wenn ich nur denke, bei 0,04 Positiven an den Schulen zum Beispiel, wir wissen, 5 Euro pro Test, 400.000 bereits gemacht. Wenn wir diese Gelder wirklich in die Sanität investieren, 600.000 investieren würden, würde die Sache anders ausschauen und vor allem auch in das Personal. Ja. Anstatt dass wir hier noch aufstocken, schauen wir noch Leute zu vergrauen. Wir müssen in die Normalität und zwar in die echte zurückfinden und auch diese versteckten Zwänge und es wird als Anreiz dargestellt, aber bis zum Schluss ist es ein versteckter Zwang, das wissen Sie auch. Und von dem müssen wir so schnell wie möglich loskommen.